Ja, guten Morgen. Boah, es ist sehr früh, wir haben es ungefähr 6.30 Uhr. Komischer Einstieg in ein Video, aber heute holen wir einen Kindersitz ab. 25 Kilometer, wir sind gerade auf dem Campingplatz Geberstein und fahren zu Tenno 7, weil Tillmann und seine Frau haben Hochzeitstag und sind zufällig in Amsterdam und wir haben uns zufällig hier getroffen. Und da habe ich gesagt, hier, ich habe zwei Fahrräder, kommt zur Station Castricum, kann ich nur empfehlen, und fahrt von da aus durch die Dünen. Und wie das aussieht, dieser Abholung von den Kindersitzen, das seht ihr jetzt. Ja, es ist nicht nur sehr früh, es ist auch irgendwie noch ein bisschen kalt. Erstmal warm werden. So, ich bin jetzt an der Fähre angekommen. Ziemlich windig hier, ich hoffe, man versteht was. 1 Stunde 20 braucht man etwa von Castricum nach Haarlem zu Tenno 7 und das ist mit einer kleinen Fährfahrt verbunden. Leider ist jetzt die Fähre auf der anderen Seite, wie man vielleicht sehen kann, und das kostet jetzt nur ein bisschen Zeit. Aber das werden wir bestimmt aufholen, weil mit zwei Kindersitzen ist man bestimmt aerodynamischer. Vielleicht auch nicht. Aber vielleicht haben wir die Chance, auf dem Rückweg Gegenwind zu haben, weil bislang hatte ich immer Gegenwind. Also natürlich meine ich jetzt Rückenwind auf der Rückfahrt. Boah, ist das Vögel. Hier ist einfach nur geil. Nur geil, ich hoffe, das hört man. Ach, Hammer. Ist mir auch richtig, richtig beliebt. Thank you.
So, wir haben es geschafft. 10:07. Es ist Viertel nach acht geworden. Jetzt aber schnell. Also der Daniel wird jetzt die Montageplatte an den Rahmen befestigen. Das macht er hier mit solchen Ösen. Die Montageplatte wird an drei Stellen mit dem Rahmen verbunden und sorgt nachher für die notwendige Stabilität, denn es geht schließlich um die Kinder. Jetzt sieht man die Verbindung, dass sich das natürlich seitlich nicht wegbiegt. Das wird durch das Anzugsmoment gewährleistet und dadurch, dass das Material, ich würde es mal als sticky oder klebrig beschreiben, ist. Dadurch kann das halt nicht sich wegdrehen. Damit nachher es natürlich auch möglich ist, die Ladefläche zu montieren, muss hier der Abstand gewährleistet sein. Das misst der Daniel gerade. Er sagt, 2 cm sind notwendig. Noch eben fein justiert, dass es auch wirklich gerade ist. Und dann wird angezogen. So, damit das auch wirklich fest verschraubt ist, wird hier nicht nur eine Lage, also eine Mutter aufgedreht, sondern jetzt kommt noch eine selbstsichernde Mutter oben drauf. So, jetzt wird das gegeneinander verschraubt. Noch zusätzlich. Jetzt kann sich da wirklich gar nichts mehr lösen. So, jetzt wird an diese Montageplatte die Platte von Sitz montiert. Das wird jetzt noch ausgerichtet, sodass es schön in der Mitte ist. Und wenn ihr euch schon immer mal gefragt habt, wofür sind die ganzen Löcher da in der Lenkstange? Wenn ihr einen Kindersitz montiert, dann müsst ihr nämlich die Lenkung ein wenig verändern. Also, wenn ihr sagt, es wird sich auf jeden Fall die Lenkung dadurch nicht verändern. Also, vorne wie hinten wird ein Loch weitergesetzt und dadurch ist die Lenkung, bleibt sie halt unverändert. Also, die Ladefläche ist jetzt montiert und dennoch kann man die Ladeflächen nutzen. Jetzt wird noch der Sitz eingesetzt. Okay, also damit man halt lenken kann, muss es halt so montiert werden. Und ja, wenn man das andersrum möchte, dann kann man das auf eigenes Risiko tun. Es geht, aber es wird nicht empfohlen. Jetzt wird noch die Fangsicherung, die normalerweise wahrscheinlich um den Sattel geschlungen wird, montiert. So kann man sicher gehen, dass da nichts passiert. Und es ist natürlich auch schön, weil man kann mit dem Kind sprechen. Also die Position ist gar nicht mal schlecht, denke ich. Ich bin mal gespannt, was Tillmann und seine Frau sagen. Die Radlbande. Was die Radlbande dazu sagt, da bin ich mal gespannt. Noch ein bisschen Feintuning und dann kann es auch schon wieder losgehen. Die Rückfahrt auch 25 Kilometer und wahrscheinlich auch wieder mit Gegenwind, weil der Wind kommt immer von vorne und formt den Charakter. Ich bin mal gespannt. Das ist das Praktische, wenn man so lange Haken an der Ladefläche hat. Man kann einfach den zweiten Kindersitz für den Gepäckträger mit Ersatzschläuchen einfach montieren. Voll gut. Beide Kindersitze sind nun da. Den vorderen, den werde ich natürlich auf dem grünen montieren. Das ist auch ganz einfach möglich. Da wird hinten einfach nur was gedreht und dann wird das auf dem Gepäckträger festgemacht. Also geht ruckzuck. So, jetzt aber schnell. Ist schon nach 9, um 11 Uhr müssen wir am Bahnhof sein. Let's go! So, im letzten Augenblick noch die Fähre bekommen. Das war knapp. Das war ganz schön knapp. Wir haben es schon nach 10. Das wird echt eine sportliche Nummer. Aber vielleicht schaffen wir es noch. So, beide Räder sind nur mit dem Kindersitz ausgestattet. Einmal vorne, einmal hinten und los geht's zum Bahnhof. Ganz schnell. So! Ganz schnell ging es leider auch zum Bahnhof und ich habe das Rad übergeben. Leider vergessen zu filmen. Aber ich bin mal gespannt, was die beiden nach ihrem Trip sagen. Da versuche ich auf jeden Fall noch einen kleinen Eindruck zu bekommen, wie die beiden das Rad so empfunden haben. Erstmal vielen Dank, dass wir eure Räder verwenden durften. Das war richtig klasse an unserem 11. Hochzeitstag. Das hat so viel Spaß gemacht. Also ja. Das war echt der Hammer. Vielen Dank auch für den Tipp. Wären wir so nicht drauf gekommen, ne? Nee. Wir waren jetzt
Wir sind hier in Castricum und sind von hier aus in die Dünenlandschaft hier gefahren, waren einmal am Meer, haben da lecker gegessen. Das ist auf jeden Fall ein Tipp. Also wenn ihr in Amsterdam Urlaub macht, dann steigt in den Zug, fahrt mal hierher. Nach Castricum. Genau. Castricum aussteigen und dann sind wir durch ein Naturreservat gefahren mit diesen wunderschönen Rädern. Das hat wunderbar geklappt. Einfach aufsteigen, losfahren, wurden uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Also ja. Besser geht's eigentlich nicht. Und richtig cool ist halt auch diese ganze Radinfrastruktur hier. Gute Wege, komplett fernab von irgendwelchen Straßen, anderen Menschen. Und das Coole ist natürlich, dass wir das mit den Kindersitzen verwenden konnten. Und wir die Ersten sind, die damit die Kindersitze verwendet haben, oder? Julian nickt. Was sagst du dazu? Ja, diese Lösung, also wir haben ja einmal hier einen Kindersitz und dann den hier hinten. Das ist ja klassisch. Wie war das für dich? Also es hat keinen Unterschied gemacht, ob ich jetzt die große hier hinten hatte oder die kleine. Das war rein vom Ausbalancieren genau dasselbe. Ja. Man hat sie kaum gemerkt, also sehr angenehm, würde ich behaupten. Fuhr sich echt wie ein ganz normales Rad, ja. Tatsächlich. Aber der Schwerpunkt ist halt schon eine ganze Ecke höher. Ja, gut, ich habe es jetzt nicht ohne Kind getestet. Deswegen. Und rübersteigen ist, glaube ich, auch ein bisschen. Nicht. Genau, rübersteigen ist ein bisschen hakelig. Da muss man seine Beine so komisch anwinkeln, damit man das darüber kriegt. Aber auch das funktioniert mit ein bisschen Übung ganz gut. Genau. Da ist noch cooler diese Lösung hier mit dem Sitz vorne. Einfach weil ich hervorragend mit meinen Töchtern sprechen konnte. Oder mit der Tochter, die da in dem Moment dann drauf saß. Ja. Hier ist noch dieser Gepäckträger noch links und rechts, der das Kind noch so ein bisschen einigelt. Ja, und auch schützt, ne? Und schützt. Und ja. Der Kindersitz sitzt richtig fest. Das, vom Schwerpunkt ist das super. Und hier vorne passt noch der Rucksack drauf. Und einiges anderes. Und theoretisch könnte man ja sogar noch hinten einen weiteren Kindersitz montieren, sodass man auf dem kleinen 1007 zwei Kinder plus Gepäck mitnehmen könnte. Ne? Ja, also wir sind auf jeden Fall total begeistert von den Rädern und von der Lösung mit den Kindersitzen. Ja, die fahren sich echt gut. Echt top. Also der Stahlrahmen. Ich habe da auch so eine kleine Story über die Räder gemacht, aber von dir wird ja noch ein richtiges Video kommen. Ne? Auf jeden Fall tolle Räder, tolles Konzept, super Lösung hier mit diesem Sitz vorne. Und wir sind echt begeistert von diesem ganzen Konzept, von den Niederlanden und von diesem Tag. Ja, total. Dem kann ich mich nur anschließen. Wenn ihr jetzt Fragen oder Anmerkungen zu den 1007-Rädern zum Radfahren in den Niederlanden oder zu diesem Sitzkonzept habt, dann schreibt es mal unten in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Cargo Bike Lovers das nächste Mal auf Tour sind, dann abonniert den Kanal. Genau. Tschüss. Bis dann. Bis